Heute ist Tag Nummer 2, also der volle Tag Nummer 2. Und heute sind die Agenturtermine. Das heißt, Sport ist natürlich angesagt. Ich habe auch wieder Annabelle dabei. Und wir machen jetzt ein Workout. Es ist jetzt 7.30 Uhr. Und danach werde ich mich fertig machen, vorbereiten auf die Castings. Heute habe ich zwei, einmal bei Q Model Management und einmal bei APM Management. Und ich bin gespannt. Ich freue mich, ich bin gespannt. Ich warte ehrlicherweise noch auf die anderen Termine, also die habe ich noch nicht zugeschickt bekommen. Es ist leider so, dass ganz, ganz viel spontan ist. Das ist halt bei der Arbeit als Model grundsätzlich so. Ich würde aber eigentlich gerne wissen, wann die anderen Termine bei den Agenturen sind. Von daher mal sehen, wann ich sie zugeschickt bekomme. Aber jetzt ist erstmal Workout-Time. Ein neuer Tag in New York beginnt. Heute ist ein unfassbar vollgepackter Tag, denn heute stehen die Agenturtermine an. Ich bin gespannt, ich freue mich, ich bin aufgeregt und ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie die Agenturen drauf sind und reagieren werden. Workout dann, jetzt hole ich mir noch ganz schnell Frühstück und dann mache ich mich fertig. Es wird ernst. Ich mache mich jetzt fertig. Meine Haare bleiben nicht so. Die sind noch etwas eingedreht. Die werde ich aber gleich einmal ausdrehen. Annabelle wird auch mitkommen, macht sich hier gerade im Hintergrund ready. Yeah. Und wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, weil ich schon sehr aufgeregt bin. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein Mensch, der immer noch sehr aufgeregt ist. Also egal was ist, jetzt vor Jobs nicht. Aber wenn ich mich irgendwo neu vorstelle in Bezug auf Agenturen und ich eben nicht beeinflussen kann oder weiß, wie das Endergebnis ist, dann bin ich einfach aufgeregt. Und Annabelle hat auch ganz gute Tipps genannt. Werde ich natürlich anwenden. Aber mein Herz schlägt. Mein Herz schlägt. Und ich bin gespannt, weil wir versuchen natürlich irgendwie auch in der Agentur zu filmen. Ob das klappt, sei mal dahingestellt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir versuchen es. Und ich bin dann gespannt, wenn ich mir das Ganze selbst angucke, ob ich selbst merke von außen, dass ich eben aufgeregt bin. Weil ganz oft wurde mir gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Annabelle, aber mir wurde ganz oft gesagt, dass man es von außen gar nicht merkt, sondern man selbst dieses Gefühl hat. Und andere Leute meinten also zu mir in dem Moment, wie, du warst aufgeregt? Ich dachte, du bist die Ruhe in Person. So, jetzt wird es ernst. Wir sind jetzt auf dem Weg einmal zur Agentur. Und es wird spannend. Die erste Agentur ist direkt hier auf der Straße. Das heißt, wir werden nicht lange dorthin laufen. Aber ich bin extrem aufgeregt. Ich hoffe, man merkt es mir nicht an. Ich kann es relativ gut überspielen. Also es ist schon so, dass ich es eigentlich gut überspielen kann, aber es ist dann doch eine neue Stadt, neue Erfahrungen, neue Eindrücke. Also, let's see! We're filming for a German series. Can my personal assistant come with me to film a bit? So krass, dass sie gefragt haben, wie hältst du dich in Shape? Yeah. Weil da hätte ich, die Frage hat mir noch nie eine Agentur gestellt und ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass es hier gar keine Rolle spielt, weil vor allem die Agentur auch super viel Diversity zeigt und total viele unterschiedliche Körpertypen haben, sogar Petit-Models. War ich überrascht von der Frage. Vielleicht war die Frage auch eher darauf abgezielt, um zu schauen, ob du halt auf deinen Körper Acht gibst, egal wie du aussiehst, aber ob du halt trotzdem gesund hältst oder so. Es hat ja auch viel damit zu tun, dass man zum Beispiel Stress vertragen kann, wenn man da so ein Outlet hat oder so. Ja. Also es kann vielleicht nicht nur drauf gezielt sein, wie hältst du stimmt, sondern wie bleibst du gesund. Weil das ist, glaube ich, für Amerikaner auch so eine Sache halt. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Auch total nett, auch mit dem Tape-Net. Das kannst du aber nicht einschätzen. Also am Ende meinte er dann, ja, wir melden uns. Also wir sagen Bescheid, falls es klappt. Also der war aber super nett. Ja. Ja. Jetzt geht's zu Q Management. Ich muss aber sagen, ich bin weniger aufgeregt. Also jetzt irgendwie
das war jetzt gut, das war positiv, das hat mir gut gefallen. Und jetzt kann die Luzi weitergehen, ne? Ja, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, beide top. Beide haben auch richtig, richtig gute Referenzen und auch sehr, sehr gute andere Models. Also auch andere PT-Models. Okay, let's go. Am Ende des Tages denke ich mir immer, what's gonna be, ne? Und was nicht, nicht. Aber man im Herzen wünscht man sich, selbst, weißt du, was witzig ist, Prigna, selbst wenn ich nicht hier hinziehen wollen würde, würde ich für mein Ego trotzdem wollen, dass sie mir sagen, Miriam, wir wollen die. Genau, einfach fürs Ego, einfach um zu wissen, theoretisch würde ich mich haben wollen. Jetzt darf ich entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Richtig, so sieht's aus. Also von daher, let's fets, vielleicht kriegen wir ja die Kamera diesmal mit rein. Dort ging es jetzt nicht, aber das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Dort konnten wir die Kamera jetzt nicht mit reinnehmen, weil sie meinten, das Office soll nicht gefilmt werden. Ist ja auch vollkommen okay. Wir haben das ja auch vorher nicht angekündigt und nichts. Off to the next one! Wir gehen jetzt zu Q Model Management. Wir sind viel zu früh dran. Ja, wir guten Deutschen. Pünktlichkeit ist alles. Pünktlichkeit. Wir sind 20 Minuten zu früh. Ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht so gerne gesehen, wenn man viel zu früh ist. Ja, stimmt. Aber let's give it a try. Wir gehen auf jeden Fall schon mal rein. Also wir waren jetzt gerade bei der Agentur und war jetzt ehrlicherweise nicht so wie die andere Agentur, also halt nicht so offen und freundlich und hat auch direkt gesagt, meine Größe könnte ein Problem sein. Sie haben auch ein anderes Petit-Model, das ist glaube ich sogar kleiner als ich, allerdings arbeitet sie nicht so gut. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also ich würde jetzt nicht nach New York ziehen, wenn ich einfach weiß, ich buche nicht mindestens Jobs in einem hohen Tausenderbereich. Also dann kann ich auch in Europa bleiben. Von daher, also hier sagt mir mein Gefühl, was sagt dir dein Gefühl für Ryanie? Ich glaube, das passt einfach nicht. Nein, ich also glaube, die waren auch nicht begeistert. Nee. Also ja, sie meinten, du bist schön. Aber er meinte halt, ja, wir haben, glaube ich, noch nicht so wirklich mit einer Frau gearbeitet, die diese Größe hat und das zeugt ja schon davon, das klang nicht motiviert, sagen wir es mal so. Und das passt dann auch einfach nicht. Also was will ich mit einer Agentur, die am Ende nicht an mich glaubt? Ich brauche eine Agentur, die genauso an mich glaubt, wie ich an mich selbst glaube. Und ich glaube, that was not the one. Ich bin mal gespannt. Ich glaube auch nicht, also ich meine, was will er mit wem teilen? Er hat sich mein Book selbst angeguckt und nicht mal ein Video gemacht. Also dann denke ich mir so, was willst du mit wem? Das hätte halt auch ein Zoom-Call sein können. Ja, hätte auch ein Zoom-Call sein können, ja. Naja. Ich berichte jetzt gleich mal Kevin. Wir gehen jetzt erstmal in ein Café, wärmen uns auf und warten auf Annabelle, würde ich sagen, ne? Ab geht's. Super. Wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Ich habe mich jetzt auch schon bettfertig gemacht. Wir waren übrigens noch, nachdem ich die Agenturen einmal besucht habe, waren wir dann noch in Soho, haben dort etwas geshootet und sind dann noch zur Brooklyn Bridge gefahren. Das war auch sehr, sehr, sehr toll. Nochmal Feedback zum heutigen Tag. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin hier mit einer gewissen Einstellung hingekommen. Das heißt, für mich macht es keinen Sinn, in eine Stadt wie New York zu ziehen, einfach nur, um in New York zu sein. Ich finde die Stadt toll und ich liebe die Stadt, aber ich arbeite einfach in Europa sehr gut. Das heißt, da muss auch ein bestimmtes Einkommen mit verbunden sein, dass ich sage, okay, ich ziehe nach New York. Ich muss hier mit Apartmentkosten zwischen $4,000 und $5,000 pro Monat rechnen. Und demnach habe ich den Agenturen auch schon gesagt, dass es mir wichtig ist, hier gut zu arbeiten. Ich bin total gespannt, weil finales Feedback haben wir jetzt noch nicht bekommen. Die zweite Agentur, wo ich mich aber vorgestellt habe, da muss ich ehrlicherweise sagen, die kommt einfach von der Harmonie für mich nicht in Frage, weil mir ja auch eine Agentur gar nichts bringt, die sagt, wir glauben gar nicht so sehr an Petit-Models. Das heißt, wenn eine Agentur schon mit dem ersten Satz zu mir kommt und sagt, also mit der Größe wird es schwierig, und dann hatte ich gesagt, ja, aber ihr habt ja auch ein Petit-Model. Und dann direkt, ach ja, stimmt, aber die arbeiten nicht so gut. Und mit der Einstellung kann ich persönlich einfach nichts anfangen. Also da hat weder die Agentur was von, noch habe ich da was von. Wir wollen beide Geld verdienen. Also entweder glaubt die Agentur auch genauso doll an mich, wie ich an mich glaube, oder es passt halt nicht. Es bleibt also spannend, die Karten stehen noch offen. Und die erste Agentur fand ich aber wirklich toll. Der heutige Tag sieht ansonsten nur noch so aus, dass ich jetzt schlafen werde. Ich bin super, super, super kaputt und werde deshalb jetzt noch etwas arbeiten, noch ein paar Videos schneiden und dann aber auch schlafen. Und dann hören wir uns morgen wieder.
Neuer Tag, neues Glück. Und während ich langsam wach werde, mache ich mir Gedanken, ob ich überhaupt noch Agenturtermine reinbekomme. Wie der heutige Tag also verlaufen wird, steht noch etwas in den Sternen. Und ob ich weitere Agenturen besuchen werde, auch. Guten Morgen! Wir haben es heute, den 12. Januar, Donnerstag und es ist in New York gerade 9.15 Uhr. Ich habe heute mal mehr oder weniger ausgeschlafen. Ich war gegen 6 Uhr wach und habe dann ein paar Videos geschnitten und etwas gearbeitet. Und jetzt mache ich mich gerade fertig und dann später werden wir einmal in ein Museum gehen, vielleicht davor noch spazieren. Ich habe überlegt, ob ich heute einfach spontan noch Agenturen besuchen gehe. Einfach aus dem Grund, weil meine Mutteragentur Addicted to Models jetzt von den anderen Agenturen kein akutes Feedback mehr bekommen hat. Und ich möchte natürlich nichts unversucht lassen. Und dann einfach mal vorbeispazieren. Ehrlicherweise muss ich gestehen, Agenturen mögen das überhaupt nicht. Also wenn man einfach so spontan reinschneit, da halten Agenturen in der Regel nichts von. Aber ich kann mir leider einfach vorstellen, dass wir etwas zu spät dran waren mit dem E-Mail raussenden. Und dann sehen sie die E-Mail vielleicht erst, wenn ich weg bin. Und das fände ich super, super blöd. Deshalb werde ich dann aber wahrscheinlich erst morgen Agenturen besuchen gehen und den heutigen Tag jetzt eher ruhiger angehen lassen. Ich habe jetzt auch noch einen Termin reinbekommen bei der Agentur Major Models. Das heißt, einen Termin habe ich noch drin. Und da werde ich dann auch morgen hingehen. Das heißt, wahrscheinlich wird morgen einfach der zweite Tag mit Agentur-Meetings. Ich muss auch gestehen, ich habe ja auch noch einige Termine in Miami. Miami wäre jetzt aber nicht der Ort, wo ich unbedingt hinziehen wollen würde. Also New York fände ich cool für eine Zeit. Miami stand der 12. Januar 2023, reizt mich New York ja, aber Miami nicht wirklich. Also ich finde es da schön und cool, aber ich muss da jetzt nicht unbedingt wohnen oder gewohnt haben. Und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich nochmal einen Appell raussenden. Es bringt keinem etwas, wenn man eine Modelagentur hat, die nicht zu 100% dahinter steht. Da kann ich echt den Tipp geben, dann lieber selbst als Model vermarkten, das heißt selbst an Jobs kommen oder es komplett einfach mit dieser Agentur sein lassen und nach einer anderen Agentur suchen. Weil damit tut man sich keinen Gefallen. Ich hatte in Vergangenheit auch schon Agenturen, die nicht an mich geglaubt haben, die mich zwar trotzdem unter Vertrag genommen haben, aber immer die Größe bemängelt haben und meinten, nee, mit deiner Größe geht dies nicht und das nicht und jenes nicht und wir glauben nicht dran. Und damit habe ich mir selbst keinen Gefallen getan. Also das nochmal als kleiner Model-Insider von einem Model, was jetzt wirklich seit verdammt vielen Jahren in dieser Industrie ist. Und du wirst auch immer mal wieder Leute treffen, wo es einfach nicht passt. Oder auch manchmal bist du zur falschen Zeit am falschen Ort oder mehr oder weniger zur falschen Zeit am richtigen Ort. Und dann ein paar Monate später klappt es. Museum, check. Central Park, check. Der Tag war wirklich so unfassbar toll und wir hatten eine unglaublich tolle Zeit. Agenturen besucht habe ich allerdings heute nicht mehr. Dafür liege ich jetzt im Bett, bereite mich mental auf den morgigen Tag vor, denn morgen steht wieder einiges an Agenturbesuchen an. Ich bin ready. Heute geht es weiter mit Agenturterminen. Ich muss sagen, heute bin ich deutlich weniger aufgeregt, all in all. Einfach aus dem Grund, weil ich wahrscheinlich auch mit weniger Erwartungen an die Sache rangehe. Ich habe heute einen Termin fix drin. Die anderen Agenturen werde ich einfach so abklappern und gucken, was sie sagen. Da muss man halt wirklich mit allem rechnen. Egal an welchem Punkt man als Model ist. Ich muss auch damit rechnen, dass sie sagen, so ganz ehrlich, wir haben keine Zeit. Du hättest dich vorher ankündigen müssen. Ich dachte mir aber, bevor ich jetzt die Agenturen gar nicht sehe, gehe ich einfach so vorbei. Ich meine, am Ende des Tages, man hat ja auch nichts zu verlieren. Mehr als Nein hören kann man nicht. Und wenn sie sagen, nein, wir haben keine Zeit, kommen wann anders wieder, dann habe ich es zumindest probiert. Heute ist übrigens Freitag. Das heißt, morgen, auch wenn wir erst Sonntag fliegen, morgen habe ich nicht mehr die Möglichkeit, bei Agenturen vorbeizuschauen, sondern nur noch heute. Mir war gerade etwas schlecht. Ich habe einen großen Fehler gemacht und meinen Grüntee auf leeren Magen getrunken. Habe mir jetzt hier aber ein leckeres Schokocroissant geholt. Das ist natürlich das typische Model-Essen vor so einem Casting. Nein, aber ich achte da jetzt in diesem Sinne nicht so extrem drauf, dass ich sage, oh, jetzt darfst du davor kein Schokocroissant essen, sondern ich beiße da jetzt gleich noch zwei, dreimal rein und dann geht die Luzi los.
Ich laufe von Agentur zu Agentur. Allerdings stelle ich immer mehr fest, dass mein Timing einfach nicht gut ist. New York ist eine so unfassbar große Stadt und auch die Agenturen liegen relativ weit auseinander. Deshalb kann ich jetzt stolz behaupten, ich habe fast alle Winkel von New York einmal gesehen. Dennoch geht's jetzt relativ ernüchternd wieder ins Hotel. So, ich habe jetzt hier alles mal aufgebaut. Der heutige Tag war wirklich sehr viel hin und her. Und deshalb bin ich nicht wirklich dazu gekommen zu vloggen. Erstmal, wie waren die Agenturtermine? Ich hatte ja einen fixen Termin und der lief auch ganz okay. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Agenten hier sind so kurz angebunden, dass man meistens gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie großartig mit ihnen zu kommunizieren, weil es halt echt so ist. Hi, wer bist du? Erzähl mir kurz was über dich. Ah, okay, dann wird man teilweise schon unterbrochen, dann schauen sie das Buch schnell durch. Dann hat er von mir Polas gemacht, hat dann aber einen Anruf bekommen. Und der Anruf war so wichtig, dass er sich nicht mehr weiter um mich kümmern konnte. Und dann bin ich halt wieder gegangen und dann meinte er, ja, das passt jetzt so nach zwei Polas, die er gemacht hat. Deshalb, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Mein Gefühl sagt mir eher ehrlicherweise, dass es in New York jetzt eher nicht klappen wird von der Agenturseite aus. Ich habe jetzt 4 Agenturen insgesamt gesehen und die anderen, dann genau, war ja heute der Plan, dass ich einfach so bei Agenturen einmal reingehe und mich vorstelle. Leider habe ich aber komplett verpeilt und nicht mitbekommen. Blödes Timing einfach. Am Montag ist ja ein Feiertag und viele Agenturen haben im Prinzip ein langes Wochenende gemacht. Einige Agenturen, wo ich dann einfach spontan hin wollte, haben nur ein virtuelles Office gehabt. Das heißt, da habe ich auch niemanden erreicht. Also ich wollte noch bei 4 Agenturen einfach so rein und also bei 4 weiteren Agenturen einfach so rein und keiner von ihnen war da. Ich bin immer an der Rezeption gelandet. Ach so, die sind heute nicht im Office. Montag ist ein Feiertag, die machen heute ein langes Wochenende. Da denke ich mir wieder so, bad timing. Das war einfach nicht gut durchdacht. All in all fand ich, waren die Agenturen hier super ehrlich. Also die Agenturen sind hier wirklich sehr, sehr, sehr ehrlich und sagen einem auch, was sie denken. Die zweite Agentur, da bin ich einfach so reingehopst, habe auch jemanden erreicht und die waren auch super nett. Aber das war auch eine witzige Situation, weil ich dann halt eben erzählt habe, von welcher Agentur ich komme und. Und dann meinte der Booker nur so zu mir, honey, you don't need to lie. We don't even know your mother agency. Wo ich mir so dachte, wow, ja, okay, danke. Das fand ich irgendwie unangenehm und witzig. Aber er hat sich trotzdem mit mir hingesetzt, hat alles aufgenommen, hat Polas gemacht, etc. pp. Jetzt im Nachhinein ist mir eingefallen, ich habe überhaupt nicht meine Social Media Handles hinterlassen. Aber da werde ich jetzt gleich auch erst stalken, wie der jeweilige Scout oder Booker hieß und dann einfach nochmal bei Instagram schreiben. Das ist jetzt mein Plan. Wenn ich nicht die Agentur hier habe, die wirklich Potenzial sieht und die wirklich sagt, Miriam, wir sehen das in dir, was du auch in dir selbst siehst, ohne dass ich das jetzt blöd anhören soll, aber dann macht es gar keinen Sinn, den New Yorker Markt zu entdecken. Auch aus finanzieller Sicht her wäre das wahrscheinlich keine schlaue Entscheidung. Natürlich, ich würde hier super coole Referenzen sammeln und vielleicht fühle ich auch nochmal oder kriege ich das Bedürfnis, hier auch wirklich das Visum zu beantragen und nochmal die Extrameile zu gehen. Wie ich auch immer sage, es gibt immer einen Weg zum Ziel. Aber gerade Stand jetzt sage ich, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Was für eine aufregende Zeit in New York und was für eine unglaublich beeindruckende Stadt. New York hat mich nicht enttäuscht. Allerdings geht es jetzt trotzdem etwas ernüchternd nach Miami, denn Agentur zu sagen, habe ich bisher keine bekommen. Sind wir mal ganz ehrlich, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn mir eine Agentur direkt zugesagt hätte und es wäre ein ganz, ganz tolles Feeling gewesen. Allerdings habe ich mich von vornherein schon auf alle möglichen Situationen eingestellt. Demnach geht es jetzt ohne Agenturzusage aus New York nach Miami, aber ich freue mich riesig drauf, ich freue mich auf das Wetter und vor allem stehen hier noch alle Karten offen. Heute war der letzte Tag in New York. Wir warten jetzt hier gerade auf unser Uber. Und jetzt geht's nach Miami. Ich freue mich riesig auf Miami, einfach weil ich weiß, dass es da verdammt warm sein wird. Update zu New York. Also ich finde es hier wunderschön. Es ist eine so tolle Stadt. Die Architektur ist unfassbar. Das Einzige, was ich wirklich problematisch finde, ich finde es hier sehr teuer. Ob es jetzt mit Agenturen geklappt hat, we will see. Aber Miami steht auf jeden Fall noch aus. Dort werde ich auch einige Agenturen sehen. Da muss ich mir aber, wie gesagt, noch überlegen, ob ich mir überhaupt vorstellen kann, dort längerfristig zu wohnen. Bin auch gespannt, wie ich auf die Stadt nochmal reagieren werde. Das letzte Mal, als ich da war, das ist ja jetzt auch schon verdammt lange her. Wir werden jetzt zum Flughafen fahren und it's time to say goodbye to New York. Und das passiert in der nächsten Folge. Miami steht an und neben dem wunderschönen Wetter werde ich natürlich auch dort Agenturen besuchen.
Allerdings verlaufen die Agenturbesuche anders als geplant und auch das Feedback überrascht mich. Ob die Agenturen in Miami mich unter Vertrag nehmen möchten und ob ich mir überhaupt vorstellen kann, dort als Model zu arbeiten und zu leben, das erfährst du in der nächsten Folge.